Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Schön, dass du eingeschaltet hast auf meinem neuen Video. Und zwar reagiere ich auf einen behaartesten Mann auf der Welt. Wenn euch das Video gefällt, abonniert mich natürlich. Aber bevor wir starten, hole ich mir kurz was zu trinken, weil ich habe irgendwie Halsschmerzen. Einen Moment, meine lieben Freunde. Dann starten wir mal mit dem Video. Okay, es ist auf Englisch, das braucht ihr nicht zu hören, Freunde. Okay, der erzählt jetzt ein bisschen was. Ich habe schon seit Jahren nicht mehr rasiert und sobald ich mein Höschen ausziehe, dann lachen mich die ganzen Leute aus im Schwimmbad und ich weiß auch nicht was. Ja, das ist halt einfach ziemlich problematisch und ja. Und ich finde es nicht so toll. Und mein Vater hat natürlich auch zu mir gesagt, du siehst aus wie ein Mädchen. So, man sieht schon an seinen Arm, dass er ziemlich behaart ist, aber der hat auch übertrieben Muskeln, also muss ich schon sagen, also muskulös ist er auf jeden Fall. Jetzt wird er natürlich sein Shirt ausziehen, Freunde, da werden natürlich die einen oder anderen Frauen vielleicht ein bisschen hinschauen. Alter Schwede. Heftig, Freunde. Oh. Alter Schwede, Dicker, was ist das für ein... Alter Shit, das ist heftig, Freunde. Das sieht ja, das sieht echt krass aus, oder? Alter, sieht das heftig aus. Guckt euch das mal an, wie so ein kleiner Teppich. Bah! Heftig. Okay, der labert jetzt noch viel herum. Okay, jetzt frisiert er das Ganze ein wenig. Boah, hat der aber viele Haare, Freunde. Alter, guckt es euch mal an. Boah, das sieht aus, er sieht aus wie so ein Werwolf oder wie so ein Bär, ne? Wie so ein Grizzlybär. Oha, echt heftig. Das sieht doch gar nicht mehr normal aus. Boah. Aber der sieht schon ein wenig athletisch aus, aber diese ganzen Haare verdecken, diese ganzen Muskeln, merkt ihr das? Guck, der hat schon übelst Muckis, also das sieht schon nach was aus, aber diese ganzen Haare verdecken das Ganze. Und jetzt geht's wohl los. Ah! Alter Schwede, die Maschine kommt nicht durch, Freunde. Die Maschine kommt nicht durch. Heftige Scheiße. So viel hätte ich gerne auf meinen Kopf, Alter. So viele Haare. Heftige Scheiße, der Arme, Alter. Ich spule jetzt einfach mal vorne, sonst wird das echt zu lang, weil der labert so viel. Alter. Bah. Damn, sind das viele Haare. Damn. Also es dauert auf jeden Fall locker eine halbe Stunde, bis er sich da komplett, oder sogar eine Stunde, bis er sich komplett da rasiert hat. Aber leider schafft er das ja nicht. Der muss ja auch hinten ran. Der ist ja hinten auch voll behaart. Der sollte sich das mal lasern lassen oder so, oder? Was sagt ihr, Freunde? Alter, wie durchtrainiert er auf einmal aussieht. Krass. Wie geht das denn? Alter Schwede, guck mal, wie durchtrainiert. Oh, jetzt geht er hinten. Jetzt geht er nach hinten, Freunde. Okay, die Frau fängt jetzt an, das zu rasieren.
Boah, die sind sogar noch richtig lang hinten. Oha, Digga. Eine richtige Straße. Der hat voll viele Pickels am Boden. Boah, wie so ein Grizzlybär. Ah, die Maschine ist scheiße. Normalerweise geht es doch viel schneller. Sag mal ehrlich. Krass. Freunde, zieht euch das mal rein. Boah. Richtig krass. Alter, der sah davor voll dick aus, ne? Der wird jetzt irgendwie immer, wirkt immer dünner, ne? Findet ihr nicht? Krass. Sieht aus wie ein neuer Mensch. Ja, Freunde, schön, dass ihr noch am Start seid. Das Video hat über 3 Millionen Klicks, Freunde. Krass, oder? Sehr eklig. Bah. Das war eine richtig. Ah. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß, Freunde. Ich danke euch fürs Zuschauen und schaut euch meine anderen Videos an. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Abo da und bis demnächst. Ciao, Freunde. Ciao.